Wir haben uns im ersten Teil schon damit beschäftigt, wie man eine Kamera richtig in der Hand hält. Das heißt, ich kann zum Beispiel als Brillenträger meine Brille runtergeben, im Display meine Dioptrien eingestellt haben. Da gibt es ein kleines Rädchen beim Sucher. Und dann kann ich die Kamera zum Kopf geben, durch den Sucher schauen und auslösen. Lösen wir gleich aus. Jawohl. Sehr gut. Wir können natürlich gleich sehen, ob das Foto auch etwas geworden ist. Bitte schön, man sieht es am Display. Oder wir gehen her und sagen, wir wollen gleich die Kamera so halten. Vor allem als Brillenträger ist es jetzt immer häufiger der Fall, dass man die Hand, die zweite Hand nimmt, um die Kamera wirklich ruhig zu halten. Der Finger ist schon am Auslöser und dann schaue ich einfach aufs Display, während ausgelöst wird. Und dabei kommt es nicht zu einer Verwacklungsunschärfe, sondern dann haben wir ganz ruhig ausgelöst und da verwackelt sicherlich nichts. Außerdem haben die modernen Kameras wie diese Lumix G81 auch einen doppelten Stabilisator. Das heißt, in der Kamera wird der Sensor stabilisiert und im Objektiv wird zusätzlich noch stabilisiert. Das ist natürlich ein Vorteil und da kann man dann auch, wenn wir dann über die Verschlusszeiten sprechen, bis zu einer 15. oder sogar bis zu einer Zehntelsekunde ganz ruhig auslösen. Wie macht man das, wenn man im Hochformat arbeitet? Naja, da geht es genauso, da kann ich genauso das Display einfach runtergeben, die Kamera hier mit der zweiten Hand halten und auslösen. Heute wollen wir uns auch mit dem Lichtdreieck beschäftigen. Man nennt das deshalb so, weil es gibt drei Stellschrauben, die wir verwenden können, um mehr oder weniger Licht auf den Sensor kommen zu lassen. Das wäre einmal die Blende. Die kann man auf und zu machen, die Blendenöffnung. Und die Verschlusszeit. Wie lange wird der Verschluss geöffnet und dann wieder geschlossen zu werden? Und die Lichtempfindlichkeit des Sensors kann man einstellen. Das wird in ISO gemessen. Wichtig ist es gerade am Anfang als Beginner in der Fotografie zu überlegen, was stelle ich denn eigentlich ein oder was stelle ich um mehr oder weniger Licht auf den Sensor kommen zu lassen. Und die Blende ist halt eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich öffne die Blendenöffnung und dadurch kann natürlich mehr Licht durch das Objektiv in den Sensor hineinkommen. Die zweite Möglichkeit ist das Einstellen der Verschlusszeit. Und da kann ich einstellen eine Verschlusszeit von einer Dreißigstelsekunde, wenn ich unbewegte Motive fotografiere, oder eine Hundertstelsekunde, wenn jemand sich langsam bewegt, wenn er spazieren geht. Oder eine 500stelsekunde, wenn Katzen oder Hunde in der Wiese spielen, oder ein Rennauto, das wird dann mit einer 4000stel oder sogar einer 8000stelsekunde fotografiert. Wenn wir die Verschlusszeit zu lange offen haben, dann kommt es leider dazu, dass wir Bewegungsunschärfen im Bild haben. Das heißt, wenn ich die Hand bewege beim Fotografieren, kann es sein, dass die Hand gar nicht mehr am Foto sichtbar ist, sondern nur so eine Geisterhand quasi im Foto erscheint.
Die dritte Einstellmöglichkeit, die wir haben, ist, dass wir die ISO erhöhen. Wenn wir sehr viel Licht haben, so wie ich jetzt bei der Videoaufnahme, reichen mir im Prinzip 100 ISO. Wenn weniger Licht vorhanden ist, dann würde man dann das hochschrauben auf 400, 800, 1600, vielleicht sogar 3200 oder 6400 ISO. Damit kann man aber dann schon in der Dämmerung oder in der Nacht, wenn vielleicht eine kleine Scheinwerfer oder eine kleine Lampe da ist, kann man da trotzdem noch fotografieren. Wir wollen uns das Ganze aber jetzt noch einmal ganz genau und näher anschauen. Ich habe hier ein altes Nikkor-Objektiv, das noch immer Verwendung findet in der Fotografie, wenn man mit Nikon-Kameras arbeitet. Man braucht bei den neuesten Z-Modellen dann einen Adapter dafür, weil dieses Objektiv, das gab es schon in der Analogfotografie. Und dieses Objektiv hat eben noch einen richtigen Einstellring für den Blendenwert. Das heißt, ich habe hier die Blendenwerte 1,8, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16 und sogar 22. Das heißt, wenn ich die Blende ganz offen habe, dann ist der Wert ganz klein, nämlich 1 zu 1,8. Das heißt, die Lichtmenge 1 kann nicht komplett auf den Sensor gelangen, aber 1 zu 1,8, ein bisschen weniger, kann gespeichert werden. Und mit der offenen Blende 1,8 kann ich da durchschauen, ja, durch das Objektiv. Und da passt halt ganz viel Licht da hinein. Wenn ich jetzt zudrehe, dann sehe ich auch die Blendenlamellen. Schauen wir es uns auf beiden Seiten an. Ja, ich hoffe, das sieht man gut. Dann passt natürlich momentan weniger Licht auf den Sensor. Zur selben Zeit, bei derselben Schlusszeit natürlich. Und jetzt sehen wir fast gar nichts mehr durch und es erreicht jetzt nur ganz wenig Licht die Sensorfläche und damit kann auch ganz wenig Licht gespeichert werden. Das heißt, die Blende reguliert einfach, wie viel Licht auf den Sensor kommen darf. Zusätzlich macht aber diese Blendenöffnung noch etwas weiteres, nämlich es kümmert sich um die Schärfentiefe oder die Schärfentiefe verändert sich eben. Je geschlossener die Blende ist, umso weiter wird die Schärfentiefe sein. Und je offener, also bei Blende 1,8 oder Blende 2, wird sie ganz gering sein. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Objekt fotografieren möchte, das ist objektiv, ja. Und ich stelle hier eine Blende 1,8. Dann wird im Hintergrund dieses Blitzgerät unscharf sein. Wenn ich allerdings einstelle die Blende 8, 11, 16, wird wahrscheinlich auch das Blitzgerät absolut scharf sein und das Objektiv absolut scharf sein. Wir können das gerne ausprobieren. Dazu schaue ich mal, welche Blende ich momentan eingestellt habe. Ich habe jetzt einen Blendenwert von 4,7 und fotografiere mit Brennweite 12. Das heißt, eigentlich sollte nur mehr das Objektiv komplett scharf sein und hier eine Unschärfe im Hintergrund vorgefunden werden. Und wenn ich jetzt sage, ich verändere die Blende auf 11,
Dann muss ich natürlich schauen, ob ich eventuell auch die Lichtempfindlichkeit ein bisschen erhöhen muss, dass ich überhaupt noch fotografieren kann. Sonst habe ich ja zu wenig Licht. Und ich sehe das jetzt am Display schon. Das ist ja das Gute an der digitalen Fotografie, dass wir sofort kontrollieren können, was wir da getan haben. Dass nämlich jetzt im Hintergrund mehr Schärfe ist, aber das Bild ein bisschen weniger Licht abbekommen hat. Das kann man aber eventuell dann am Computer mit Software ein bisschen regulieren, weil ein Foto ist heutzutage in der digitalen Fotografie erst dann fertig, wenn man mit der Postproduktion am Computer nachgearbeitet hat. Übrigens werden die Fotos, die ich jetzt geschossen habe, alle auf den Speicher gespeichert werden und die werden mit JPEG, JPG-Format abgespeichert. Dieses JPEG-Format kann von jeder Bildverarbeitungssoftware wieder geöffnet und bearbeitet werden. So viel zur Blende und Blendenöffnung. Die Verschlusszeit bestimmt, wie lange die Blendenöffnung geöffnet werden wird, wenn wir fotografieren. Und wir fotografieren ja in Sekundenbruchteilen. Ab einer 30. Sekunde sollte man an und für sich die Kamera ruhig halten können, ohne Verwacklungsunschärfe aufzuzeichnen. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, würde man im Weitwinkelbereich und Standardobjektivbereich bis zu einer 50. Sekunde ruhig aus der Hand fotografieren können. Wenn wir natürlich bewegte Objektive fotografieren wollen, dann müssen wir schon höher gehen. Das heißt, wir reden dann von einer 250stel, einer 500stel, einer 1000stel Sekunde, um bewegte Motive einfrieren zu können, sodass wir keine Bewegungsunschärfe durch Bewegungen im Bild wahrnehmen. Das ist bei Video ein bisschen anders, weil bei Video ja innerhalb einer Sekunde fünf Bilder aufgezeichnet werden. Das heißt fünf Bilder pro Sekunde. Und wenn man ganz genau hinschaut, kann es vorkommen, dass wenn man fernsieht und eine Sportveranstaltung sieht, dass es ab und zu irgendwo, auch in einem Spielfilm eventuell, eine ganz, ganz kleine Bewegungsunschärfe geben kann. Heute wird allerdings oft mit 100 Bildern pro Sekunde aufgenommen und da gibt es dann natürlich genauso wie in der Fotografie keine Bewegungsunschärfe mehr im Einzelbild. Moderne Systemkameras haben alle ein Modus-Wahlrad, mit dem man einstellen kann, mit welchem Modus man fotografieren möchte. Wenn man komplett automatisch die Kamera alles machen lässt, dann hätte man die Möglichkeit, mit IA, mit intelligenter Automatik, sich einfach nur um den Bildschnitt, um die Perspektive zu kümmern und alles andere macht die Kamera automatisch. Die Kameras sind heutzutage auch im Prinzip Computer und haben natürlich Sensoren, die genau messen, wie viel Licht gibt es da bei dieser Motivwahl und was muss ich da einstellen, sodass das Bild dann auch ein gutes wird, sprich die Belichtung passt. Das machen die Kameras heute schon sehr gut. Aber professionelle Fotografen arbeiten eher mit einer Halbautomatik bzw. komplett manuell.
Allerdings gibt es Situationen, wo man mit der Programmautomatik mit P arbeitet. In dem Fall können die Fotografen die ISO-Empfindlichkeit einstellen und die Blende und die Verschlusszeit wird von der Kamera eingestellt. Oder wir arbeiten mit einer Halbautomatik, nämlich mit der Zeitautomatik. Wenn wir den Buchstaben A wählen, A wie Aperture, bei manchen Kameras heißt es dann AV, Aperture Value, für die Blendenöffnung. Da können wir die Blende voreinstellen und die Kamera wird die Verschlusszeit automatisch wählen. Dann gibt es den Modus S oder T, S wie Shutter oder T wie Time oder Time Value, TV. Da sind wir in der anderen Halbautomatik, wo die Blende von der Kamera gewählt wird, aber wir können einstellen, dass genau mit dieser Verschlusszeit fotografiert wird. Und dadurch können wir dann auch Sportaufnahmen oder wilde Tiere, die herumlaufen, mit der Fotografie einfrieren. In der Sportfotografie würde ich also immer nur mit einer 500stel bis 1000stel Sekunde arbeiten, um die Sportler einzufrieren. Und wenn es sich um Rennautos handelt, habe ich ja schon gesagt, da braucht man dann vielleicht 4000stel oder eine 8000stel Sekunde, um das Rennauto auf einem Bild einfrieren zu können. Aber auch die Bewegungsunschärfe ist ab und zu gewollt. Das heißt, man versucht hier eine Verschlusszeit einzustellen, wo man wirklich eine Bewegungsunschärfe mit einfangen kann. Das erzeugt dann dynamische Bilder. Darüber hinaus können wir natürlich alles komplett manuell einstellen. Das wäre das M am Moduswahlrad. M wie manuell. Da stellen wir als Fotograf alles manuell ein. Das heißt, wir kümmern uns um die Blende, um die Verschlusszeit, um die ISO. Und wir suchen natürlich, wenn wir ein Zoom-Objektiv verwenden, auch den richtigen Bildausschnitt für unser Motiv. Und wir gehen viel herum, um zu schauen, wo das Licht ist. Ja. Und wir werden uns auch viel bewegen, um die Perspektive zu tauschen. Mit einem Flip-Display ist das ja ganz einfach. Man kann aus der Vogelperspektive oder aus der Normalperspektive oder aus der Froschperspektive arbeiten. Und dadurch ergeben sich da ganz andere Bildaussagen durch die Wahl der Perspektive. Die Lichtempfindlichkeit wird gemessen in sogenannten ISO und man beginnt bei sehr viel Licht mit ISO 100 oder ISO 200, vor allem dann, wenn wir Outdoor fotografieren. Wenn wir im Schatten sind, wird es vielleicht einmal ISO 800, sogar 1200 ISO. Und wenn wir dann am Tag über dann in die Dämmerungszeiten kommen, wo die Sonne schon untergeht, kann es sein, dass wir sogar mit 3200 ISO arbeiten. Im Innenraum funktioniert das so nicht. Da muss man von Haus aus immer mit mehr ISO arbeiten, vor allem dann, wenn man kein Zusatzlicht verwendet. Das heißt, ich würde sagen, im Innenraum an einem sonnigen Tag mit großen Fenstern würde ich sagen so ISO 400 bis ISO 800 und am späteren Nachmittag dann vielleicht schon ISO 1000 und wiederum bei Dämmerung und wenn noch kein Kunstlicht, kein Zusatzlicht verwendet wird, dann vielleicht 3200. Und manche Kameras im Vollformat schaffen heute auch schon 6400 ISO, ohne zu rauschen. Und was ist das Rauschen? Das Rauschen passiert dann, wenn der Sensor klein ist und sehr viele Pixel beinhaltet. Es geht nämlich darum, wie die Pixel Pitches, sprich der Abstand von einem Pixel zum anderen, der muss relativ groß sein, sodass die Bilder nicht rauschen.
Mit dem Rauschen des Bildes meint man, dass so quasi Schmutzpunkte hineinkommen zwischen den einzelnen Pixeln und das Ganze sieht dann relativ unschön aus. Man kann das zwar mit Software heute auch schon ein bisschen bearbeiten und schlechter oder besser werden zu lassen, aber letztendlich ist es besser, man verwendet gleich so wenig ISO wie möglich und dann wird auch nichts rauschen. Auch bei einem kleinen MFD-Sensor wird bis 1600 ISO kein Rauschen sichtbar sein. Übrigens rauschen die dunklen Stellen im Bild wesentlich mehr als die hellen Bildteile. So viel zum Rauschen und so viel zu den ISO-Einstellungen, die man jederzeit im Prinzip ändern kann. Früher im Analogfilm hat man den Film rausnehmen müssen und einen anderen Film hineingeben, wenn man die Filmempfindlichkeit erhöhen wollte. Das ist heute im Menü einmal anklicken. Ein Zusatzlicht kann man immer einsetzen. Das heißt, auch wenn ich nur eine Kerze am Tisch habe, dann gibt die natürlich Licht ab und ermöglicht mir, mit weniger ISO zu fotografieren. Jeder Leuchtkörper, alte Glühbirnen, besser heutzutage natürlich LED-Lampen, aber auch Leuchtstoffröhren und Halogenlampen können eingesetzt werden. Das Schöne an den LED-Lampen ist natürlich, dass sie im Prinzip ganz genau eingestellt werden können von der Farbtemperatur, dass sie von der Stärke, von der Lichtstärke eingestellt werden können. Und es gibt hier also schwächere und stärkere Lampen. Man bekommt schon kleine Lampen zum Draufsetzen, Draufstecken auf das auf dem Blitzsteckschuh bekommt man um 35 Euro und das geht natürlich nach oben bis auf 1000 Euro Scheinwerfer, LED-Scheinwerfer. Man darf nicht vergessen, dass natürlich auch die Sonne ein Zusatzlicht ist und im Sommer haben wir meistens zu viel Sonnenlicht und da würden wir alle froh sein, wenn ein wolkenbedeckter Tag ein wenig das Licht schluckt. Und die Wolke macht noch etwas, es macht das Licht viel diffuser. Das ist also die größte Softbox, eine Wolkendecke. Und das ist eigentlich der beste Zeitpunkt zum Fotografieren outdoor. Mit Wolkendecke untertags, im Sommer, im Frühjahr und im Herbst. Im Winter kommt es vor, dass die Sonne so tief steht, dass man den ganzen Tag eigentlich keine schönen Farben erzeugen kann. Es hängt also auch von der Tageszeit ab und von der Jahreszeit, wann wir viel oder wenig Licht haben und wie das Licht beschaffen ist, ob es hart ist, ob es weich ist, ob es am Abend eher rötlich ist oder also diese warmen Farben von Orange bis Rot vorkommen oder in den Morgenstunden eher ins Bläuliche ausweichen. Das Licht hat also den ganzen Tag über immer wieder andere Farben, die sich zeigen. Weiteres Zusatzlicht ist natürlich, was wir schon beim ersten Teil gesehen haben, ein Systemblitzgerät, das einfach auf die Kamera draufgesteckt wird. Und das ist natürlich die allerbeste Möglichkeit, um ein schönes Licht zum Motiv zu schicken, indem das Blitzgerät anders eingestellt wird, nämlich an die Decke geblitzt wird oder an die Seite geblitzt wird. Und wenn das helle Wände oder helle Decken sind, dann funktioniert das einwandfrei. Ja, ob jetzt Dauerlicht oder Blitzlicht verwendet wird, das hängt davon ab, wie viel Licht man benötigt, weil ein Blitzlicht natürlich viel mehr Licht abgeben kann als die teuerste und beste LED-Dauerlichtlampe.
Fotoamateure verwenden natürlich auch gerne Wechselobjektive. Ich habe hier ein Zoom-Objektiv gezeigt, das war ein Kit-Objektiv von 12 bis 60 mm und damit hat man eigentlich schon jene Fotomotive, die in diesen Bereich hineinfallen, auf jeden Fall mit in der Partie. Wenn man allerdings ein Objektiv benötigt, das dann lichtstärker ist, wie zum Beispiel hier das Lumix 25 mm mit Lichtstärke 1,7, ja, da hat man hier natürlich die Möglichkeit, auch bei ganz wenig Licht noch immer fotografieren zu können. Da muss man dann die ISO-Empfindlichkeit nicht so nach oben schrauben. Zusätzlich gibt es natürlich dann die Möglichkeit für Weitwinkel- oder Ultraweitwinkelobjektiven. Das wäre hier ein Lumix 7 bis 14 mm und damit kannst du wirklich ganz, ganz viel mit auf das Bild bringen. Oder man will sich für Tiere und für Sportfotografie ein Teleobjektiv hier 45 bis 150 mm zulegen. Der Vorteil ist von den MFT-Objektiven, dass die sehr klein und sehr leicht sind und dass man die immer im Rucksack mit dabei haben kann. Bei Vollformat wäre das mal 2, also 90 bis 30, 300 mm Teleobjektiv. Damit kommt man schon sehr nahe ran an das Geschehen, wie zum Beispiel am Fußballplatz. Ja, und Wechselobjektive machen also auf jeden Fall sehr viel Freude, weil man dann in jeder Situation fotografieren kann. Man wählt dann immer den richtigen Bildschnitt, die richtige Perspektive, das richtige Licht und konzentriert sich dann auf das Zielfoto, das man schon vorher im Kopf hat. Und dass wir das dann am Speicher der Kamera mitspeichern können. Der große Vorteil von Zoom-Objektiven ist natürlich, dass sie einen breiten Brennweitenbereich vorgeben und dass man hier in jeder Situation eben Fotos schießen kann. Allerdings sind die Fixbrennweitenobjektive um eine Tendenz schärfer und man erreicht mit Fixbrennweiten auf jeden Fall noch bessere Fotos. Vor allem im Porträttele-Bereich sollte man darauf achten. Bei Vollformat wären das ein 85 mm mit Blende 1,8 zum Beispiel oder im MFD-Bereich 42 mm mit Blende 1,7, 1,4, 1,8. Da bekommt man ein wunderschönes Bokeh im Hintergrund und hat aber im Gesicht eine sehr schöne Schärfe. Beim Porträt sollten ja immer die Augen bzw. beim Brillenträger natürlich auch die Brille das Schärfste im ganzen Bild sein. Die Ohrläppchen und die Nasenspitze darf dann schon ein bisschen unschärfer wirken. Fotografie hat allerdings auch mit Training und Übung zu tun. Das heißt, schau einmal, dass du deine Kamera in die Hand nimmst, dass du das, was du jetzt im Video gehört hast, alles einmal umsetzt und nicht nur einmal, sondern öfter. Fotografie ist eben Übung und Training und kein Meister fällt vom Himmel. Schau dir das Video ein zweites, ein drittes Mal an. Eventuell machst du dir Notizen und nimmst die Notizen, wenn du auf Fotospaziergang gehst, mit. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg beim Fotografieren und das Wichtigste, viel Spaß dabei zu haben.